Herzlich willkommen zu Hello Neighbor 2. Das hier ist keine Alpha, keine Beta, keine Demo, keine Omega, keine Delta und auch keine Omikron-Version. Es ist das volle und fertige Spiel von Hello Neighbor 2. Und ja, da sind wir doch alle ganz gespannt. Ich muss mich leider heute ein bisschen kurz fassen mit der Aufnahme. Ich habe nicht allzu viel Zeit. Ich muss nachher noch ein bisschen shoppen gehen für Weihnachtsgeschenke und so. Ja, es ist ein Stress. Ich meine, wie macht ihr denn das? Habt ihr alle eure Geschenke schon zusammen? Habt ihr sie schon verpackt? Oder seid ihr noch in dem Alter, wo ihr eh alles in den Arsch geschoben bekommt? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber was noch viel wichtiger ist, ich bin noch nicht so ganz in der Stimmung für Weihnachten, muss ich ehrlich sagen. Es hat jetzt zwar vor ein, zwei Tagen angefangen zu schneien. Und ich meine, wenn es schneit, dann ist das Feeling schon eher da. Aber so richtig bin ich noch nicht bereit für das alljährliche Fest des Kapitalismus. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr reinkommen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, ich muss sagen, ich glaube, wenn man wirklich Weihnachten feiern will, dann braucht es halt auch so ein gutes Geschenk. Und das kann ja auch ein Geschenk sein, was man sich selber macht. Ich zum Beispiel habe mir jetzt einen PC geholt. Der wird hoffentlich nächste Woche oder ja spätestens an Weihnachten hoffentlich wird der ankommen bei mir. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Denn bei PCs, ja, es ist halt, da kann man auch so viel falsch machen. Ich habe es jetzt auch letztens bei Monitoren gemerkt. Ich habe mir einen neuen Monitor geholt. Und du glaubst gar nicht, wie schwierig das eigentlich ist, da den richtigen auszusuchen. Weil gefühlt, wenn du dir ein Review-Video anguckst zu irgendeinem Monitor, dann wird gesagt, ja, der Monitor ist schon ganz schön geil, aber es gibt das und dann gibt's das und dann gibt's das und dann gibt's das. Also jeder Monitor macht irgendwie eine Sache gut und fünf andere Dinge wieder schlecht. Und es gibt nicht diesen universalen guten Monitor. Es gibt einen guten Monitor für Gaming, es gibt einen Monitor für Office, es gibt einen Monitor für Bildbearbeitung, keine Ahnung. Und da gibt es auch diese ekelhaften Curved-Monitore. Nein, danke, ich will einen Bildschirm und keine Banane haben. Ach, Leute, es ist ein Stress. Und beim PC natürlich genau dasselbe. Ich habe so oft hin und her überlegt, soll ich mir jetzt die 4090 holen oder nicht? Ich weiß nicht. Das Ding könnte ja schmelzen und brennen und dann habe ich das ganze Haus abgefackelt. Aber ist auch egal. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Und zwar gibt es eine ganz lustige Geschichte. Ich habe vor ein paar Wochen mal Döner bestellt. Und ich war auf einer Website, die ich noch nicht so gut kenne. Es ist so quasi eine ganz normale Essensbestell-Webseite. Und ich habe mir da Döner ausgewählt. Eine halbe Stunde später kam das Ding an und es war einfach nur Brot und Fleisch. Einfach nur Brot und Fleisch. Und ich dachte mir so, hä? Wie kann denn das sein? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder haben die was falsch gemacht? Entschuldigung, das ist noch vom Döner. Aber es hat sich dann rausgestellt, dass ich einfach zu verpeilt war, um zu sehen, dass es dort so eine Art Dropdown-Menü gegeben hat und du musstest die Zutaten, die du im Döner haben wolltest, einzeln auswählen. Du musstest einzeln auswählen, ob du Salat, Tomate, auch die Soße musste man auswählen. Und dann konnte man auch andere Sachen auswählen, zum Beispiel Gurke, aber das ist eher was für die Psychos. Ich meine, wer bitteschön macht sich Gurke in den Döner? Wobei, ganz ehrlich, diese Diskussion geht mir auch schon ein bisschen auf den Sack. Es gibt ja auch immer wieder diese Diskussion auf Twitter. Was ist jetzt ein Berliner? Was ist jetzt, keine Ahnung, ein Krapfen oder Karpfen? Wie auch immer die Leute das nennen. Es ist doch so normal, dass es in unterschiedlichen Regionen halt unterschiedliche Namen für Esswaren gibt. Warum streiten das sich die Leute immer drüber? Ich verstehe es nicht. Aber jetzt bin ich auch schon wieder ein bisschen abgeschweift. Ich war ja eigentlich beim Döner. Ja, also ich habe den natürlich dann essen müssen, leider. Was hätte ich denn auch sonst machen sollen? Aber das zeigt einfach den Struggle des Erwachsenlebens. Oh Gott, wie spricht man das richtig aus? Mir hat letztens jemand gesagt in meiner Sprechausbildung, dass man nicht erwachsen, sondern erwachsen sagt. Aber ich bin so verwirrt, weil in der Schweiz spricht man halt anders als in Deutschland und selbst nach x Jahren YouTube weiß ich immer noch nicht ganz genau, wie man Deutsch spricht. Ja, ist auch egal. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, geht's mir eigentlich ganz gut. Also ich war jetzt auch ein bisschen erkältet wieder, aber ja, das gehört halt dazu, zu dieser Jahreszeit, glaube ich. Ist auch trotzdem wichtig, dass man regelmäßig rausgeht an die frische Luft, ein bisschen spazieren im Wald oder sonst irgendwo. Einfach damit man ein bisschen frische Luft hat, weil oft denkt man sich dann so, na, ist mir ein bisschen zu kalt, aber genau dann ist es wichtig, rauszugehen, denn frische Luft ist einfach underrated, Leute. Und ja, ich will auch gar nicht von meinen Augen anfangen, also die brennen manchmal so übelst. Das war auch ein Grund, warum ich einen neuen Monitor geholt habe. Der sollte so eine Flicker-Free-Technology haben, so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr so müde Augen gehabt habt, wenn ihr lange auf Bildschirme geschaut habt? Oder bin ich einfach alt langsam?
Kann ja auch sein. Vielleicht habe ich jetzt die Probleme, die alte Menschen haben, weil ich jetzt einfach zur älteren Generation gehöre. Und nicht mehr zu dieser TikTok-Generation. Wobei ich auch wirklich froh bin, nicht mit TikTok und so aufgewachsen zu sein. Das ist, das wäre, naja, nochmal was ganz anderes gewesen. Also die jungen Leute von heute, die haben es nicht leicht. Die müssen all diesen Versuchungen widerstehen. Das kann für Eltern, aber auch für das Kind selbst, das hat so viel Konfliktpotenzial. Und ach ja, das war's mit Hello Neighbor 2. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich fand das Spiel ganz okay. Ich hätte mir etwas mehr Action gewünscht und... Oh, was steht da? Wir sind extrem dankbar all den Leuten und Content-Creatern, die Hello Neighbor zu dem gemacht haben, was es heute ist. 8-Bit Ryan, Alan, Dake Blake, Dalins... Warum steht da mein Name nicht? Warum steht da mein Name nicht? Hallo? Haben die das vergessen? Ist das ein Scherz? Warum steht da... Oder kommt das noch? Nein. Das war's. Warum war mein Name da nicht? Leute, warum war da mein Name nicht? Ich hab so viele Lone Neighbor gespielt. Und die vergessen meinen Namen. Ich muss meine Anwälte einschalten, Leute, bin gleich wieder zurück. Ja, was ihr gerade gesehen habt, war ein Speedrun. Ich wollte euch damit zeigen, wie unfassbar kaputt dieses Spiel eigentlich ist. Und ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich ab jetzt fertig bin mit Hello Neighbor. Ich werde nichts mehr dazu machen. Ich konnte mit der Reihe sowieso immer weniger anfangen, aber dieses Spiel ist ein Absturz. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Die KI ist komplett kaputt, die Rätsel machen keinen Sinn. Kurz gesagt, es macht einfach keinen Spaß. Ich würde euch ja empfehlen, es selber zu spielen. Mache ich aber nicht, denn das Spiel kostet 40 Euro und da gibt es noch DLCs. Das Spiel ist noch nicht mal eine Woche raus und es gibt jetzt schon DLCs für weitere 30 bis 40 Euro. Also wer gerne zu Weihnachten abgezockt werden will, der kann das ja gerne kaufen. Ich habe über die Jahre hinweg relativ oft Hello Neighbor gebracht, aber damit ist ab jetzt Schluss. Ich bin fertig damit. Sorry für das ganze toxisch sein meinerseits. Aber ganz ehrlich, wenn das Spiel so rauskommt, was soll man da machen? Ich hoffe, euch hat zumindest der Speedrun gefallen und mein Geschwätze über Döner und so. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Haut rein. Hallo, Nachbarn. Wir freuen uns sehr, euch diese Demo von Hello Neighbor 2 präsentieren zu können. Es handelt sich hierbei um ein völlig neues Erlebnis, das euch einen Vorgeschmack darauf gibt, wie gefährlich eine Begegnung mit eurem unheimlichen Nachbarn Mr. Peterson sein kann. Leute, lasst einen Daumen nach oben da für Hello Neighbor 2. Sie enthält neue Inhalte und viele neue Ideen, die wir gerne mit euch teilen möchten. Diese Demo wurde mit viel Leidenschaft und Liebe erstellt.